Zoom! Und da sind wir wieder bei XCOM 2 Tag auch. Leute, Verstärkungen haben sich angekündigt an dieser roten Rauchwolke. Also sprich genau da, wo meine Soldaten stehen. Die werden sich schön gleich überrascht fühlen, wenn sie nämlich in mein Reaktionsfeuer dann reinlaufen. Während ja ein Admin-Soldat hier geflüchtet ist und ja jetzt kommt die Stunde von unserem Sniper. Wo ist der Gute? Und zwar ist der hier, der Heavy. Und der Heavy braucht jetzt eine gute Schusslinie. Und den ziehen wir jetzt mal an einem Punkt. Am besten wäre es doch mal, wenn er diese Position an diesem Kaktus hier bekommen würde. Und wir ziehen mal alle anderen hier rüber. Ich nehme mich zur Zielposition. Und setzen die auf Feuerschutz. Nämlich, ich will die gleich richtig abfangen, wenn die kommen. Machen ihn auf Feuerschutz. Dann... Genau, gehen wir mal zu dem... Oder gehen wir sogar noch weiter vor. Das sollte eigentlich reichen. Ne, wir gehen mal erst zu dem Kaktus hier. Und lassen ihn da ein bisschen verstecken. So, und wie gesagt, der Rest geht jetzt hier rüber. Und deren einzige Aufgabe ist es hier, die Admins abzufangen. Rücke zur Zielposition vor. Biete Feuerschutz. Mit Feuerschutz. So, F-Krone. Noel natürlich. Geht ein Stück vor. Und macht auch Feuerschutz. So, das ist doch ideal hier. Stadtfuchs geht ein Stück vor. Und lädt seine Pumpe nach. Rock and roll. Hier auch. Einmal nachladen für den Luru. Und Feuerschutz. Und hier können wir das gleiche machen. Nachladen. Und Feuerschutz. Ach, und da haben wir den Dagome hier in seinem ersten Einsatz. Der kommt natürlich auch nach vorne und hat einen Sniper dabei. Oha. Ein Sniper, den werden wir dann direkt mal hier auch weiter nach vorne ziehen. Der Sparks ist auch noch da, sehe ich gerade. Der kann sich eigentlich auch mal hier vorne hinstellen. Mit unserem Imitationsgerät, unserer Geheimwaffe, die wir noch weiterhin hier zurückhalten. So, und jetzt kommt hier die Verstärkung. Passt mal auf, was jetzt passiert. Das kann eigentlich nicht gut enden für die. Wie viel sind es denn? Zwei oder drei? Zwei nur. Oh je. Die Armen, sag ich jetzt mal schon. Ne, drei. Zwei sind es, drei? Keine Ahnung. So. Oh je. Der erste ist tot und der zweite, glaube ich, auch. Ja, und ich glaube, da haben noch nicht mal alle ihr Reaktionsfeuer ausgepackt. Ziel ausgeschaltet. Die haben wohl ein paar Freunde gerufen. So, okay, die Position auf der anderen Seite wird natürlich schon schwieriger. Menes 1-5, Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. So. Und wir sehen leider vorne, sehen wir nichts. Also wir haben noch kein Ziel zu dem Energiestachel hier, wie er in dem Video genannt worden ist. Und da kommen jetzt gleich die nächsten. Das würde eigentlich bedeuten, dass wir einfach die Seiten etwas wechseln. Beziehungsweise Noel lädt mal nach und bleibt auf Feuerschutz. So, der Rest geht einfach mal etwas rüber. Macht auch hier einer Feuerschutz. Der Heavy mit dem Sniper, ja, für den hätte ich jetzt eigentlich was anderes vorgehabt. Wie sieht's denn aus, wenn wir mit dem hier vorne mal an die Leitplanke gehen. Sieht er da was? Nee. Okay. Feuerschutz. Pistolenfeuerschutz. Ich mach mal hier
den Move an die vordere Leitplanke. Passiert auch noch nichts. Okay, Stadtfuchs ist auch wieder da. Der geht mal auch hier vorne an die Leitplanke, dass wir einfach schon mal ein Stück nach vorne kommen. Weil wir können jetzt ja nicht jede Runde einfach die entsprechende Verstärkung abfangen. Das würde dann, glaube ich, doch ein bisschen zu viel Zeit für uns, also zu viel Zeit kosten, wollte ich sagen. Okay, Luro auch noch eins rüber. Auch ein Feuerschutz. Dagome mit dem Sniper. Ja, ich brauche theoretisch einen, der das Ziel da hinten für uns entdeckt. Und dann kann ich eigentlich mit den Snipern draufhauen. Das wäre so die Idee. Die sind ja schon eigentlich in Position dafür. Topstar geht auch nochmal hier in die Position, dass er gleich den Verstärken abfangen kann. Ja, da kommt die nächste Verstärkung. Ist die Frage, ob jetzt auch mal ein Mech rauskommt. Oder ob das immer nur Soldaten sind. Oh, da kommt ein Mech wirklich raus. Okay. Also jetzt wollen sie es wissen. So. Da hoffe ich jetzt eigentlich, dass ich eher den Kleinen ausschalten kann. Der Mech wird ganz schön viel Feuer kosten. Okay, das geht alles daneben gerade. Das auch. Na? Okay. Oh, das war gut natürlich hier mit dem Heavy, der die Rüstung noch zerschreddert. Oh, das habe ich mir aber jetzt, ehrlich gesagt, etwas besser vorgestellt. Haben ja beide überlebt. Okay, wir kriegen auch Verstärkung. So, und jetzt die Frage, kriegen die Aliens die Runde Verstärkung? Offenbar nicht. Okay, das heißt, die Runde können wir jetzt nutzen. Wo ist unser MC Bass? Da ist er. Der wird jetzt den Mech auseinandernehmen. Und zwar von der Position hier. Das müsste doch gehen, oder? Da müsste er Sichtlinie haben. Ja. Geht hier hin. Sieht ihn. Und dann machen wir natürlich hier Gefechtsprotokoll. Stromschlag. Ist der Mech auf jeden Fall tot? Ja, viele wollten auch mal die anderen Sachen sehen, wie zum Beispiel Scan-Protokoll. Das hätte ich zum Beispiel jetzt auch mal machen können. Nämlich einfach den Bereich da hinten scannen, dass ich die Gegner schon sehe. Ah, Mist, fällt mir gerade mal so ein. Das wäre echt nicht schlecht gewesen. Oh, und MC Bass hat eine Beförderung verdient und damit wird er schon richtig stark. So, nehmen wir Stadtfuchs hier aus dem Rennen raus und ich glaube, den lassen wir. Den ziehen wir mal hier hin und dann nehmen wir aber die Schrotflinte. Sicher ist sicher. Nämlich 100% habt ihr gesehen. Bam. So, und damit sind die Advent-Verstärkung schon mal Geschichte. Und jetzt haben wir Zeit, hier nach vorne zu kommen. Ja, genau, das Scanner-Protokoll wäre jetzt eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Ich hätte einfach die Gegend hinten gescannt. Und dann hätte ich eigentlich schon was sehen müssen. Oh, und jetzt natürlich hier die Soldaten alle mit nur noch einem Schuss in der Waffe. Hier ist auch nichts zu sehen. Das gibt's doch gar nicht. Dagome, bist du bereit, hier mal direkt... Ach, das ist nicht... Eigentlich bist du nicht bereit. Du musst doch eigentlich jetzt nur mal mit einem hier mal so richtig nach vorne gehen. Ich meine, klar, wenn natürlich die Verstärkung von hinten da wieder kommt, wird's für uns schon ein bisschen... Bisschen blöd. Und vor allem haben auch viele Leute ein leeres Magazin. Aber nach wie vor, ich bin der Meinung, dass wir nur einmal nach vorne müssten und dann müssten eigentlich unsere Sniper da eine Sicht drauf haben. Komm, wir nehmen mal den Rookie. Okay. Der Rookie geht jetzt einfach mal ganz frech nach vorne und wir schauen einfach mal, was passiert. Es passiert wieder nichts.
kann doch nicht wahr sein, dass hier nichts passiert. Okay, dann stellen wir uns doch noch auf eine Runde mehr ein. Hier ist das Gleiche. Ein Stück nach vorne für den F-Krone. Waffe nachladen. Die Jungs hier lassen wir jetzt einfach in der Mitte. Beziehungsweise ja, so ein kleines Stück nach vorne können wir so ziehen. Jetzt habe ich hier eigentlich... Wie viele Leute habe ich denn da? 2 Sniper und 3. Den Rest kann ich eigentlich hinten lassen. Weil bedenkt, die Aliens müssen ja eigentlich nur in unseren Avenger rein. Avenger. Und dann ist Schluss mit der Mission. Lassen wir mal auf Feuerschutz. Vielleicht passiert ja doch irgendwas. Und sie müssten es eigentlich alle sehen hier, die Sniper. Also das verstehe ich nicht. Ich glaube, es wurde einfach noch nicht entdeckt. Da hinten. Und deswegen haben wir das Problem. So, der Vasrias ist auch dabei. Hallöchen. Gleich mal nach vorne mit dir. Und Feuerschutz. Pistolenfeuerschutz. So, jetzt kommen die Feinde ein bisschen von der Seite. Und ja, da haben wir jetzt eigentlich nicht so viel Zeit, dahin zu gehen. Wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. So, und jetzt gehen wir hier ein Stück nach vorne mit dem Rookie und da muss doch jetzt was passieren. Ja, oha. Und da sind jetzt richtig viele Gegner. Guckt euch mal die Hitpoints an. Wow. Okay. Eine neue Einheit, ein Muton-Berserker. Hat Gott sei Dank keine Rüstung und ist eine reine Nahkampfeinheit. Aber ja, ihr wollt gar nicht sehen, was passiert, wenn der an euch rankommt. Was mich immer noch etwas verwundert, wir können immer noch nicht hier diese Energiespule treffen. 52%. Natürlich gar nicht so schlecht, wenn erstmal ein Soldat tot ist. Na, dazu muss er halt auch sterben. Die Waffe verschlingt meine Munition. Okay, so. Ja, und der hat freie Schussbahn auf den Berserker, unsere Sniper. Da müssen wir das wohl erstmal machen. 84%. Das Berserker wirklich riesengroß. Der müsste nochmal extra plus Zielgenauigkeit geben. Aber seht selbst, was passiert, wenn ihr ihn trefft. In Rage. Das wäre mir jetzt richtig sauer gemacht. 75% der Dagome. Das wäre auch nicht schlecht, wenn das jetzt klappen würde. Ja. Und eigentlich wäre es super gewesen, sehe ich gerade, wenn wir hier eine Granate hätten. Eine Granate, die wir, mit der wir das Auto zerstört hätten. Ach, das wäre toll gewesen jetzt. Haben wir eine Granate irgendwo in der Nähe? Wo ist denn der Noel? Da. Noel hat noch eine Granate. Dann wäre das Auto nämlich weg. Ach, da ist noch einer. Das Auto weg. Wir hätten dann eine bessere Schusslinie. Gut, von der Seite kommen noch Advents. Eieiei. Wie weit kann er denn die Granate schmeißen? Nicht weit genug. Ja, Noel, komm. Du gehst hier. Gehst nach vorne. Das sollte wahrscheinlich heißen. Nee, nee, bitte nicht. So, und jetzt. Wie, du kannst die Granate nicht dahin. Oh, geht nicht, oder was? Ich würde die doch gern genau dahin haben, ja. Also, ging wohl nicht, ging nicht so, wie ich wollte, aber immerhin treffe ich so schon mal Auto plus Advent plus Berserker. Das Auto explodiert dann natürlich auch, das kennen wir auch. Okay. Ja, von der Seite kommen dann die nächsten.
Vielleicht sollte ich für die schon mal so ein, zwei Leute abstellen. Weil die kommen jetzt eh nicht mehr ganz nach vorne. Den Vasrias stellen wir mal dafür ab hier. Vielleicht kann er ja einen Lucky Hit setzen, wenn die hier ankommen. Der Sparks, den... Also der MC Bass, den lassen wir auch hier. Falls da wieder ein Mech kommt, dann kann er auch ein bisschen was machen. Und hat noch das Imitationsgerät. Also damit kann er die Jungs auch ablenken. Wen haben wir denn noch? Den Stadtfuchs. Der ist auch zu weit weg. Aber den ziehen wir lieber mal dazu. Ah, nein. Den hätte ich natürlich nicht so offen stehen lassen sollen. Luru ist auch noch da. Kann der vielleicht von ganz da hinten einen Schuss einfach da vorne draufsetzen? Nee, kann er nicht. Na gut, dann machen wir Overwatch. So, was machen wir jetzt mit dem F-Krone? Eventuell ein Unterstützungsfeuer wäre nicht schlecht. Auf den Berserker. Ja, die Zielgenauigkeit, wobei der wird nach vorne rennen. Wie sieht's aus mit direktem Angriff? 72%. Ja, komm, direkter Angriff. Weil die Zielgenauigkeit bringt in dem Fall nichts. Er läuft nach vorne und dann ist eh das Unterstützungsfeuer weg. So. Und Topstar darf auch noch. Vielleicht kriegen wir es ja doch hin, dass der die Runde noch fällt, der Berserker. Komm, 78%. Oh, Leute, schade. Einerseits, weil ich hätte euch gerne mal gezeigt, wie viel Schaden der Junge macht im Nahkampf. Aber das können wir uns jetzt ersparen. So, da kommt die Unterstützung. Ja, sind drei normale Soldaten, kein Mech diesmal. Habe Blickkontakt zu einer Advent-Stellung. Ja, sind auch Advent mit ein bisschen mehr Hitpoints. Kriegen jetzt vielleicht aber den ein oder anderen Treffer ab. Mal schauen. Ja, da sind schon mal drei. Auf die Flanken achten, sie bewegen sich. Ja, einer kommt noch. Ja, das war MC Bass. Feind terminiert. Einer ist schon mal weg. So, oje. Der Lancer. Wo will der denn hin? Der läuft einfach nach vorne. Also die denken sich jetzt auch, wir müssen schnell in das Raumschiff rein. Der hat auch schon wieder daneben. Stehe unter starkem Beschuss. Also die Lancer sollten lieber mal ihre Waffen einsetzen. Oh. Der hat kritisch gesessen. Wir sehen nicht, wie viel es waren, aber das waren einige Trefferpunkte. Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Und die nächste Verstärkung kommt an die gleiche Stelle. Mha. Auto explodiert, war nur keiner mehr da. Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Manus 1-5, visuelle Bestätigung des Disruptors. Zerstören Sie ihn, okay. Dann können wir endlich abhauen, bevor es zu spät ist. Visuelle Bestätigung. Jetzt haben wir natürlich unsere Sniper zu weit vorne fast. Wir haben ja einen Sniper hier. Der Dagome. Aber wenn der jetzt den Schuss da macht, kommt er fast nicht mehr zurück. Und auch viel zu viele Advents. Wie viel hat denn hier der Turm? Der hat... Und vor allem die Treffer sind... Die sind, na wie heißt's, real. Also ich kann hier nicht daneben schießen bei diesem Teil. Also ich muss auf jeden Fall mich jetzt langsam zurückziehen und beim Rückzug muss ich möglichst viele Advent-Soldaten hier noch treffen. Das ist jetzt eigentlich das Ziel. Die Frage ist, ab wann kann ich denn nicht mehr auf das... Also er hier muss eigentlich... Er kann natürlich auch die anderen so schön treffen. Und auch die hier hinten. Ja, weiß ich echt nicht gerade, was ich machen soll. Ah. Eigentlich den Disruptor zerstören.
Ah, Moment mal. Erstmal haben wir einen Freischuss. Blitzschnelle Hände. Das wollten wir als allererstes machen. Und damit greifen wir den Lancer, den Soldaten hier an. Ah, wunderbar. Ah, schade. Ich dachte, das reicht, um ihn komplett umzulegen. Hat nicht gereicht. So, und dann machen wir jetzt hier auf das Relais da hinten, auf den Stachel. 4 Schaden. Okay. Ja, das ist zu wenig. Na gut, Leute. Zu wenig ist auch, naja, zu viel haben wir heute schon fast abgedreht. Wir machen dann die Mission beim nächsten Mal dann natürlich komplett fertig. Der Rückzug wird noch eine ganz schön interessante Sache, weil wir stehen unter starkem Beschuss. Aber ich denke, das sollte möglich sein. Vielleicht verlieren wir noch einen. Mal schauen. Ich hoffe natürlich nicht. Bis dann wieder und ciao.